und Glück. Why up? That's your boy, Cringe Reaction Time! Why up? That's your boy with the pussy in the hand and now on the shoulder. Friends, wir sind bei einer gotteswichtigen Episode von Kindern, die glauben, sie könnten rappen. Katalea. Verdammt, Katalea! Schau mal Bizeps an, Katalea! Ich finde den Titel voll doof. Deswegen habe ich auf dieses Video geklickt. Hört auf zu rappen, Kinder. Bitte. Was ist daran so schlimm zu rappen, Mann? Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Nein, nicht dein Arschloch. Bitte nicht dein Arschloch zu mir. Diese gotteswüchtigen Individuen kommen aus Universen, die noch nicht wissen, wo der Vater verblieben ist. Ähnlich wie der Bre in diesem Ausschnitt. Ja, also ich bin halt in einem One-Night-Stand gezeugt worden und ich habe meinen leiblichen Vater leider niemals kennengelernt. In meiner Freizeit, da spiele ich gerne Call of Duty und in meinem letzten Match, ich konnte es kaum glauben, da hat mir jemand was geschickt. Kantestroyer69, ich habe deine Mutter gefickt, du Opfer. Ja, schön. Das muss er sein, das ist mein Papa. Ihr hattet auf Instagram die Möglichkeit, mir gottesfürchtig dieser Rapper zukommen zu lassen. Katalea, jetzt müssen wir judgen. So, Katalea chillt hier ihre Eier hier hinten, weil die wird das sonst nicht überleben, meine lieben Friends. Ich werde wahrscheinlich dieses Video auch nicht überleben. Wir ballern los oder ballern zur Seite. Hey. Ich finde die Stimme voll gut. Und ich dachte, die machen jetzt eigene Raps, aber so ist ja auch okay. Also so, wenn man etwas nachrappen will, warum nicht? Warum nicht? Katalea, du erstickst mich, weil du so schwer bist. Was geht, Manu? Oha, die warten alle auf Video. Wann kommt das endlich? Heute kommt was. 1, 3, 3. Mirko! Leute, sagen wir nicht zum Blätter. Die Rapper werden alt geschmettert. Warum hier? Wir wollen hier mit alles hier. Deine Stimme macht sich so. Voll die süße Katze. Und davon zieh, wenn du meinst, ich bin von dem anders flitzen. Du bist ein Einzel der Diamond-Bar, das ist Gangbanger, und deine Dings, du darfst du das Bach, Adina, Adiba. Das ist mein Part, ich spreche auf meine Art, du darfst auf die Dankeschön, danke. Katalea hat sich verpisst. Es war viel zu viel für Katalea. Es war einfach zu viel für Katalea. Danke, Jungs, danke. Und ich muss jetzt zum Ohrenarzt. Okay, sorry, Leute, dass das Video ein bisschen verspätet kam, aber es ist krank geworden. Alle Beiträge teilen, Wände machen, Jalla! Und Hype! So, sinnliche Brüder. Slow-Mo-Effekte sind immer gut in so einer Produktion. Ich finde, es ist vollkommen okay zu rappen und so, aber muss man das filmen? Vor allem als Anfänger? Sonst gibt es Schellen von ihrer Stiefvater. Wer ist Eminem? Wer ist Bushido? Wer ist Olexesh? Der Bruder, von dem ich kein Wort verstanden habe. Das ist der Real Shit. Oh nein. Kinder und Frauen sind gleichzusetzen wegen Gehirn und so. Deshalb nehmen wir die auch rein. Ich denke, du hast recht. Es liegt an meinem Geschlecht. Ein Mädchen und Deutschrap, das klingt halt einfach schlecht. You serious, bro? Spar dir diese Scheiße. Wenn ich hier erstmal loslege, wirst du ganz schnell leise. Ich glaube, Mama war. Nein sagen, merke ich immer wieder. Ich such so viele Geier, wenn ich mit meinen Mädels feiere.
machen ein auf dicke Eier und fahren BMW 3er. Liebling, habt ihr ernsthaft gedacht, wir hätten uns heute Abend nur für euch hübsch gemacht? Ihr denkt, wir kommen für... Ich fand das nicht schlecht, sie hatte einen guten Flow. Das war der Ab in die Küche mit dir, Kick. Bitch. Meine Hater werden jetzt gefickt mit diesem Part. Fuck, der ist teils. Ja, genau, meine Hater, ich liebe alle meine Fans. Ja. Danke, Team Baba Jimmy, seid heute die Besten. Ich lass den Rest reden. Ich geb den Rest einfach nur die Schellen. Nur die Schellen, ja, ich geb den immer so. Wenn ihr mehr ehrliche Reactions von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne. An der Seite, Team Papa Jim, ja, ja, die haben mich glauben, die haben mich glauben, die haben mich glauben, ja, ja. Die haben mich glauben, die haben mich glauben. Der hat einfach so geklungen, wie wenn die Mutter mit Terlik irgendwo hinten wartet und wenn er was falsch sagt, BAM, in die Fresse am Rappen. So, wir haben hier den gotteswüchtigen Jumambo. Reden ist scheiße. Bin aber trotzdem sehr leise. Schule in Vielfalt, gemeinsam leben. Unsere Beats bringen Wände zum Leben. Ich weiß, ich scheitere viel. Renne aber trotzdem zum Ziel. Ich heiße Basil. Ob Spitzname oder Real. Oder Real, Bruder. Ich gehe nach Brasil. Brasil, denn Brasil. Das ist mein Spiel. Mein Spiel. Ich hab keine Meise. Brasil, Brasil, Meise. Reise. Da Reise. Leben ist scheiße. Yeah. Bin aber trotzdem sehr leise. Sehr leise. Schule in Vielfalt gemeinsam. Brasil ist der größte Ehrenmann, den die deutsche Rap-Community gesehen hat. Der übertrifft sogar Benji Ewald. Ich glaube, ich gründe ein Label und nehme Basil und Benji Ewald unter Vertrag und habe die Mörder-JPG-Duo nachholt. Ein Kamerad aus meiner Schule. Der hat zwar nicht gut gerappt, aber er hat sein Bestes gegeben. Natürlich sollte man das nicht hochladen und so, aber naja. Ja, der ist so geistig behindert. Fuck! Der sucht jetzt nur so die Schule 12 Stunden am Tag. Und jetzt mache ich einen Rap. Du fettes Kind, ich bring dich um. Ich erhänge deine Mutter und dein Vater. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und jetzt kommt der Rap. Yo, 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 deine Mutter ist fett. Ich ficke deine Oma ins Koma. Und dann steche ich deine Familie ab. Dann noch deine Cousine. Dann noch deine Mutter verfickten Hunde. Danach spreng ich deine verfickte Playstation, du Scheißen. Also Katalin, bist du auch dafür, dass der Playstation-Part nicht sein musste? Ich meine, okay Mutter, okay Oma, okay Vater, Cousine, alles okay Bruder, aber die Playstation doch nicht! Die Playstation doch nicht! Die Playstation! Wieso die Playstation? Das ist egal! Oh, wie süß die Katze einfach guckt. Also der vorherige, ich glaube, das brauche ich nicht sagen, der war einfach richtig kacke. Männer ist Gerüchten zufolge Meros großer Bruder und seine Rap-Skills sind auf einem Level der Übertreffungskunst so unübertroffen, dass er jeden Error ins Ohrschloch beamt. Deshalb heißt er Männer. Ihr habt auch nichts verstanden, was Mano sagte. Sein Rap ist noch nicht so weit, dass wir es verstehen. Die Messages bedürfen ein ganz hohes Maß an IQ. Jetzt haben wir zu guter Letzt eine sehr erotische Jugendliche. Yeah. Du hast mein Herz gebrochen, ohne mich zu fragen. Hast du es getan? Warum? Ich will Freundschaft. Kammer, komm und wird dich zerreißen. Und hoffentlich innerlich zerbeißen. Er tut mir leid. Gib mir auf die Nerven. Damit kann man nicht scherzen. Yeah, niemals. Und ich hab dir verziehen. Wie blöd kann man sein? Ich war so verliebt. Geh von mir weg. Halte dich fern. Ich brauch dich nicht mehr. Geh von dir weg, Bruder! Das war jetzt nicht der schlechteste Flow. Außerdem
hat sie sich Mühe gegeben, aber an den Reimen kann sie noch ein bisschen arbeiten. Ah ja, und hier und da noch ein Flow-Fehler. Nein, Spaß. Sie braucht mich nicht mehr! Halt dich von mir fern! Lass sie in Ruhe, Bruder! Also ich finde das ganz süß, wie die junge Dame mit bereits 8 Jahren so viele Gefühle entwickelt und ich verspüre eine gewisse Angst, wenn ich an ihre Homosexuality denke und ich möchte dieses Mädchen vor Jehole beschützen. Das waren die Nachwuchstalente des heutigen Tages, meine lieben Friends. Macht, worauf ihr Bock habt. Aber denkt immer nach, bevor ihr etwas hochladet. Cringe. Und ciao.